Ja, hallo und herzlich willkommen bei UBI Tested. Heute geht es wieder mal um ein SUV und es gibt Marken, die man eher mit SUVs in Verbindung bringt als mit anderen. Und für mich gehört Mercedes-Benz zu einer Marke, wo SUVs einfach grundsätzlich in jeder Klasse gesetzt sind. Und deswegen schauen wir uns doch mal die obere Mittelklasse an mit dem Mercedes-Benz GLC. Wir fahren hier den GLC 204-Matic, also ein Benziner. Natürlich, weil die Dieselschwemme etwas ablässt und die meisten doch eher zum Benziner greifen. Selbst in der sogenannten SUV-Klasse sind die Benziner immer gefragter. Aus dem Grund schauen wir uns den modellgepflegten Mercedes-Benz GLC heute genauer an. Wir schauen ihn uns außen an, wir schauen ihn uns innen an und natürlich gibt es wie immer einen Fahreindruck von meiner Seite und Informationen aus dem täglichen Alltag sowie ein Fazit zum Schluss. Wenn euch das Ganze interessiert, dann dranbleiben, Kanal schon mal abonnieren und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Mercedes-Benz GLC 204-Matic. Viel Spaß! Ja, ich würde sagen, wir schauen uns den Mercedes GLC jetzt einmal etwas genauer an. Er wurde ja gerade erst in der Modellpflege überarbeitet, deswegen das sogenannte MOPF, was wir vor uns haben, also die Modellgeneration 2020. Sehr schön zu erkennen an den neuen Scheinwerfern mit der neuen Grafik, die wir hier haben. Hier zu sehen übrigens das Offroad-Exterieur, da man im Innenraum die AMG-Line-Variante gewählt hat. Offroad bedeutet hier tatsächlich zwei andere Blades, die hier mit Silberapplikationen so ein bisschen getrennt sind. Unten haben wir noch einen massiveren silbernen Unterfahrschutz, der hier angedeutet ist. Der Mercedes GLC ist übrigens 4,66 Meter lang mit einem Radstand von 2,87 Meter. Wir haben ihn hier in einem klassischen Grau-Metallic. Ich finde, das steht ihm ganz gut, macht jetzt allerdings auch keinen sonderlich besonderen Eindruck, sondern hier einfach lediglich, ja, steht ordentlich da, fällt nicht auf in der Masse. Auch typisch beim GLC war eigentlich so ein kleiner Entenbürzel hier hinten im Heckbereich. Den hat man so ein bisschen beibehalten, der aber eher jetzt weniger auffällt als tatsächlich noch vor dem Facelift, wie ich persönlich finde. Das sieht man hier so ein bisschen, diesen kleinen Bürzel, den man da hat. Aber okay, das lassen wir jetzt einfach mal so dabei. Was auffällt, hier vor allem auch die neuen Rückleuchten, natürlich voll LED. Wir haben übrigens hier die Multibeam-Scheinwerfer vorne verbaut, die ich jedem wärmstens ans Herz lege, auch wenn sie rund 1500 Euro Aufpreis kosten. Aber sie sind jeden Cent wert, da die Ausleuchtung einfach phänomenal ist. Und in meinen Augen hat Mercedes das beste Lichtsystem am Markt. Hier sieht man, wie gesagt, die neuen Rückleuchten, sehr schön, so diese Lichtelemente. Mir persönlich gefällt es unheimlich gut. Ich weiß nicht, was ist euer Eindruck vom Exterieur des modellgepflegten Mercedes GLC? Hinter der optional elektrisch öffnenden Heckklappe bietet sich dem Nutzer ein Standard-Kofferraumvolumen von 550 Litern. Das Ganze ist vor allem sehr schön quadratisch angeordnet. Wir haben auch eine ordentliche Laderaumhöhe. Der Laderaumboden ist zweigeteilt. Unten drunter befinden sich diverse Ablagefächer. Und wir können die Rücksitzlehnen im Verhältnis 40-20-40 umlegen, sodass wir dann ein maximales Laderaumvolumen von 1660 Litern haben. Top-Teater gibt es übrigens an den Außenpositionen für die Kindersitze mit Isofix. In den Kofferraum selber passen ein Kinderwagen ohne Probleme sowie noch ein wenig Reisegepäck. Wer bis zum Dach hinauf laden möchte, der muss das Trennnetz noch installieren, was aber ohne Probleme möglich ist.
Ja, ich habe es mir gemütlich gemacht hier im Fond vom Mercedes GLC. Und wenn man sich so ein bisschen genauer hinschaut, mein Sitzplatz ist, oder der Fahrersitz ist so eingestellt auf meine Position von 1,78 Meter Körpergröße und ein bisschen Fülligkeit. Und hier hinten sitze ich äußerst bequem. Also ich habe wirklich viel Beinfreiheit nach vorne. Also da passt doch noch fast der Haus dazwischen. Die Rückenlehne ist zwar nicht weich, sondern es ist ein festes Element. Gut abwaschbar für Kinder, das ist schon mal ganz gut. Ein Kindersitz passt hier gut rein. Wir haben Isofix an den Außenpositionen, die gut zugänglich sind. Da ist nur eine Gummilippe, über die man tatsächlich dann drüber steckt, einfach das Ganze. Dann haben wir hier Luftausströmer, die wir noch individuell anpassen können. Wir haben hier noch ein kleines Ablagefach, wo sich ein 12-Volt-Anschluss befindet. USB-Anschlüsse gibt es hier im Fond nicht. Einen Haltegriff und genügend Kopffreiheit trotz Glas-Panoramadach. Und jetzt schauen wir nach vorne an die Fahrerposition. Ja, vorne thront es sich wie in einem Mercedes gewohnt sehr fürstlich. Wir sitzen angenehm hoch, können auch den teilelektrisch verstellbaren Sitz, übrigens serienmäßig, extrem schön nach oben fahren. Die Kopfstützen reichen weit, können dann tatsächlich auch in der Verstellung enorm nach außen gestellt werden. Wir haben genügend Kopffreiheit, also bei mir ist nochmal über eine Faust Platz nach oben bei 1,78. Das 3-Speichen-Lederlenkrad hier lässt sich natürlich weit in der Höhe und Tiefe verstellen, sodass wir da auch eine sehr schöne Sitzposition finden. Die breite Mittelkonsole schränkt so ein bisschen den Komfort für das rechte Knie ein. Es kann aber sauber hier anlehnen, da keine störenden Ecken oder Kanten sind. Das ist eher sogar ein bisschen weich hier. Das heißt also, das stört auch nicht auf langer Strecke. Des Weiteren sitzt man hier eher in das Fahrzeug so ein bisschen stärker integriert. Wir haben zwar keine Mittelkonsole, die zum Fahrer geneigt ist, aber dennoch fühlt man sich so ein bisschen in diesem Fahrzeug hier wohlig eingepackt. Einen Hauptteil tragen natürlich auch die Sportsitze dazu bei, zu dem tollen Sitzkomfort, denn man sitzt hier wirklich toll in ihnen, hat wirklich viel Seitenhalt. Wir haben eine ausziehbare Schenkelauflage und auch der Mikrofaserstoff, der hier in der Mitte aufgezogen ist. An den Seiten haben wir Leder. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Da kann man nicht meckern. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Innenraum noch ein bisschen genauer an und dann geht es auch schon auf die Straße. Wir sitzen im Innenraum vom GLC 200 und haben hier die AMG Innenraumausstattung vor uns. Deswegen haben wir auch hier ein schönes 3-Speichen-Lederlenkrad mit diesen schönen Aluminiumflächen und den zwei Touchpads hier links und rechts. Übrigens, das linke Touchpad, sage ich gleich, ist hier für das Infotainment-System oder respektive für den Bordcomputer zuständig. Das rechte Touchpad und die rechte Bedienung ist dann für den großen Mediaschirm hier zuständig. Man erkennt das AMG-Line tatsächlich hier an diesem Lederlenkrad. Man hat unten abgeflacht, hat zwei verschiedene Ledersachen, einmal Glattleder und an den Seiten perforiertes Leder. Das sehen wir hier. Dann schauen wir uns hier nochmal kurz die Flächen an, die wir hier sehen. Ja, das wirkt erst einmal so ein bisschen komisch, vor allem, weil man das hier relativ schlecht lesen kann. Aber wenn es beleuchtet ist, so wie jetzt, dann sieht man das sehr, sehr schön. Seit der Modellpflege gibt es hier optional ein voll digitales Kombi-Instrument und diesen riesigen Bildschirm, der zum MBUX gehört, was es jetzt beim GLC gibt. Darunter die übliche Verstellung für die Klimabedienung mit Menü und Ähnlichem, sowie die Direktwahltasten, die wir hier haben. Dann haben wir hier dank der 9-Gang-Automatik ein großes Ablagefach, worin sich tatsächlich zwei Cupholder befinden und ein Aschenbecher. Dann haben wir hier noch ein Touchpad, mit dem wir die Bedienung tatsächlich auch übernehmen können. Wir können dann hier durchaus uns auch durch den Monitor bewegen. Der Monitor ist ansonsten auch ein Touchscreen. Das ist sehr praktisch. Dann haben wir hier unten noch fahrerrelevante Informationen. Wir können hier die Fahreinstellungen eingeben zwischen Sport, Sport Plus, Komfort und Eco. Die Parkdistance deaktivieren. Dann haben wir hier den manuellen Schaltmodus. Dann haben wir die Start-Stop-Variante. Wir haben hier die Lautstärkenregulierung vom Mediasystem. Wir können das Ganze auch ausschalten komplett. Dann können wir die Parkhilfe hier aktivieren oder aber die Stabilitätskontrolle deaktivieren. Dann haben wir natürlich noch hier ein Handschuhfach da unten angebracht, was angenehm groß ist. Wir haben hier übrigens
Edelholz, was offenporig ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß, dass die Lichtqualität aktuell nicht so der Hit ist, muss mich dafür allerdings entschuldigen. Es wird halt leider doch etwas früh mittlerweile dunkel. Hier sehen wir nochmal die Sportsitze und dann machen wir nochmal kurz den Blick nach hinten raus. Ja, das ist übersichtlich, da fehlt sich nichts. Was auch noch zu erwähnen wäre, ist hier die Mittelarmlehne. Da drinnen ein riesiges Ablagefach und zwei USB-C-Anschlüsse, die es gibt. Also mir persönlich getaugt das Ganze gut. Und was wir hier schon so schön sehen, ist zusätzlich die optionale Ambientebeleuchtung. Da gibt es mehrere Farben, die wir einstellen können, sehr individuell. Sitzheizung übrigens bei Mercedes typisch hier untergebracht in der Türtafel. Wie heißt es in dem Werbeslogan von Mercedes-Benz so schön? Das Beste oder nichts. Ja, der Werbespruch ist natürlich sehr hoch anspruchbehaftet und den Anspruch legen wir jetzt auch natürlich an den Mercedes GLC 200. Unter der Haube arbeitet übrigens ein 2 Liter Vierzylinder mit 197 PS und 320 Newtonmeter, welcher von einem 48 Volt Mild-Hybrid-System mit einer sogenannten EQ Boost-Funktion ausgerüstet ist. Will heißen, wer tatsächlich komplett das Pedal durchtritt, bekommt nochmal 14 PS mehr durch das Hybrid-System. Dieses Hybrid-System ist aber nicht dafür ausgelegt, um rein elektrisch zu fahren, sondern lediglich zum Spritsparen, ein sogenanntes 48 Volt Bordnetz mit integriertem Startergenerator. Das heißt, der Antrieb ist darauf ausgelegt. Er kann mit abgeschaltetem Motor segeln und dies dann auch somit stärker rekooperieren im Schubbetrieb. Und damit soll der Motor auch Kraftstoff sparen. Ja, jetzt kommt natürlich die große entscheidende Frage, tut er das denn eigentlich auch? Ich würde sagen, als erstes schauen wir uns noch mal an, wie er sich denn überhaupt fährt. Denn der GLC ist erstaunlich handlich. Er hat eine sehr, sehr leichtgängige Lenkung, die aber noch ein ordentliches Rückmeldungsbild liefert. Um die Mittellage zwar indirekt im Ansprechverhalten, das passt aber zum Mercedes an sich. Ein Mercedes ist kein Dynamiker, dafür überrascht der Wagen umso mehr, wenn man ihn auf kurvigen Landstraßen durchaus etwas sportlicher fährt. Dass der Wagen sehr, sehr lange neutral bleibt und erst sehr spät über die Vorderachse beginnt zu schieben, das sogenannte Untersteuern. Er bleibt dabei aber weiter immer hervorragend beherrschbar und das macht den Wagen auch wirklich sehr, sehr sympathisch an sich. Der Antrieb macht da seine Sache auch sehr, sehr gut. Der Motor geht gut voran. Bis ungefähr 150 sind die Kraftreserven ausreichend. Darüber wird es dann schon langsam zäh. Er läuft extrem ruhig und weich. Das Starten des Motors oder das Anspringen des Motors durch das Start-Stopp-System mit dem integrierten Startergenerator ist kaum bzw. gar nicht mehr spürbar. Das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Ansonsten die Assistenzsysteme, die hier verbaut sind. Ich bin kein Freund von einem aktiven Spurhalteassistenten, der nicht die Lenkung unterstützt, sondern mit Bremseingriffen mich reinhält. Das hat irgendwo sorgt mehr für Unsicherheit, als dass es Sicherheit generiert. So mein Eindruck. Ansonsten bleibt hier natürlich nicht viel zu sagen. Hier haben wir wirklich das Beste. Nichts haben wir allerdings auch. Und zwar, was den Verbrauch eben angeht. Leider, also dieses 48 Volt Mild-Hybrid-System ist schlicht und ergreifend in meinen Augen schlicht ohne Vorteil. Man merkt weder die Boost-Funktion des Antriebs wirklich noch einen Spritspareffekt, denn wir kommen hier im Schnitt mit ja, knapp über 9 Litern, also 9,2 Liter habe ich jetzt gebraucht während meiner Testzeit. Das ist akzeptabel aufgrund des Gewichtes, des Luftwiderstandes und dass ich auch relativ viel Kurzstrecke mit dabei hatte. Dennoch muss ich sagen, ganz klar, wer hier auf Spritsparsamkeit ausgelegt ist und Ökologie, der muss hier entweder zu einem Plug-in-Hybriden greifen oder aber schlicht und ergreifend ganz klar den Diesel weiterhin nehmen. Wir sind angekommen am Ende von diesem Video zum Mercedes GLC 200 4
Matic. Und es ist immer faszinierend zu sehen, dass SUVs doch in bestimmten Bereichen einfach Sinn machen. Zum Beispiel auch bei Mercedes, denn der Mercedes GLC 200 bietet einfach etwas mehr Platz und räumliche Freiheit gegenüber einem C-Klasse T-Modell, ist natürlich auch etwas teurer. Dennoch hat er auch eine erhöhte Anhängelast, was natürlich gerade für Personen, die zum Beispiel Pferdeanhänger oder ähnliches ziehen müssen, einen weiteren Vorteil bringt. Mit der erhöhten Bodenfreiheit kommt man da dann natürlich auch nochmal gerne in unwegsamerem Gelände besser voran. Beim Preis muss man natürlich sagen, knapp über 46.000 Euro kostet der GLC 200 4MATIC. Wenn man dann noch ein bisschen Ausstattung, so wie hier, sinnvollerweise reinkonfiguriert, dann liegen wir bei rund 60.000 Euro, was für so ein oberes Mittelklasse-SUV teuer ist, aber auch gar nicht mal für Mercedes-Verhältnisse so teuer. Denn man könnte hier auch natürlich weiter in die Ausstattungslisten greifen. Der 200er Motor passt sehr, sehr gut mit seinen knapp 200 PS, geht ausreichend flott voran. Okay, beim Verbrauch muss man natürlich Abstriche machen, ganz klar. 9 Liter sollte man einkalkulieren, dann ist man immer gut dabei. Wer ihn flott bewegt, der bewegt ihn über 10. Wer ihn ökologisch und auf langen Strecken auch nicht zu sehr fordert, der kommt sicherlich mit rund 8 Litern aus. Müsst ihr jetzt natürlich da draußen selber entscheiden, ob so ein Benziner Sinn macht im SUV oder nicht. Jetzt aber die große Frage, wie hat euch das Video gefallen und wie gefällt euch insbesondere natürlich der Mercedes GLC? Wo seht ihr ihn? Würdet ihr ihn tatsächlich mehr als ein Mercedes C-Klasse T-Modell kaufen? Oder doch lieber den GLC? Warum kauft ihr den GLC oder die C-Klasse? Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen über das Ganze hier diskutieren, vor allem über das Auto. Und wenn euch das Ganze hier insgesamt gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, den Daumen nach oben, die Abo-Glocke, damit wir uns auch möglichst schnell wiedersehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Hier geht die Sonne schon langsam unter. Und von dem her, tschüss und Servus, euer Ubi.